Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe, Sie haben den gestrigen Tag ohne größere Schäden überstanden. Als Einstieg, Martina Dietrich hat das ja auch getan, haben wir immer einen kleinen Hamburg-Werbeblock einfließen lassen. Für mich ist das aber eher so ein Beispiel dafür, wie man durch mangelnde Koordinierung, wenig Zielklarheit die Bauzeit verdoppeln und die Kosten verzehnfachen kann. Aber nun steht sie da. Ich möchte als Deutscher, macht man das so mit der Tür, gleich ins Haus fallen und vom Ende der Schulaufsicht sprechen. Die größte Wohltat, die man der Schulaufsicht erweisen könnte, ist ein sanfter Tod. Denn sie ist bereits in die Jahre getreten, wo die Menschen kindisch werden. Dann aber gehört sie abgeschafft, mit Leichtigkeit und ohne Blutvergießen. Das ist natürlich, wie Sie leicht erkennen können, nicht von mir, sondern von Johann Heinrich Philipp Seidenstücker, einem längst vergessenen Aufklärungspädagogen, der das Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben hat. Ende des 18. Jahrhunderts war eine Krisensituation. Das war eine Situation, in der die Schulaufsicht, die damals von der Kirche wahrgenommen wurde, nicht nur in deutschen Ländern damals, auch in Österreich, die von der Kirche wahrgenommen werden, sich delegitimiert hatte. Und eine Krisensituation insofern, als Schule, als gesellschaftliche Einrichtung begriffen werden wollte, die einen Modernisierungsprozess mit zu begleiten hat. Demografische Explosionen damals, beginnende Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Da konnte sozusagen die für heute unvorstellbare Heterogenität des Schulwesens unter klerikaler Aufsicht nicht weiter fortbestehen. Und Seidenstücker hat nicht für eine Schule ohne Aufsicht plädiert, sondern dann etwas weiter schreibt er dann, niemand anders könne und dürfe Schulinspektor sein als der Schulmann selbst. So hat er damals noch geträumt. Was er nicht ahnen konnte, ist, dass mit dem Hinüberwechseln von der klerikalen Aufsicht in eine staatliche Aufsicht der gemeine Schulmann vielleicht vom Regen in die Traufe kommt. Und deutlich ist geworden, und das kann man in den historischen Dokumenten des 19. und 20. Jahrhunderts auch für Österreich sehr gut nachzeichnen, ist, wie die große Modernisierungsleistung, die die staatliche Aufsicht vollbracht hat, insbesondere im 19. Jahrhundert, allgemeine Schulpflicht, Professionalisierung der Lehrerausbildung, Bildungspläne, gleiche Bildungspläne für alle, Stundentafeln, verbindliche Stundentafeln für alle, Organisationsverfügungen für die Institution einer staatlichen Schule für alle. Das sind enorme Modernisierungsleistungen gewesen, wie unter diesem Deckmantel der Modernisierung im Bereich der Schulaufsicht, das kann man sehr gut nachzeichnen, im Prinzip feudale Strukturen regional ausdifferenziert weiter existierten. Das hat sich Seidenstücker nie denken können. Und das geht bis hin dazu, dass klerikale Strukturen bis in jüngste Zeit, etwa in Form von der aufsichtlichen Pastoralvisite, fortbestanden haben. Das kann man sehr gut zeichnen. Das ist eine Krisensituation gewesen und ich glaube, heute sind wir immer noch oder wieder in einer neuen Krisensituation. Und meine These wäre zu Beginn, es geht jetzt in den Prozessen, in denen wir stecken, um eine Rückgewinnung staatlicher Gestaltungshoheit, eine Rückgewinnung staatlicher Gestaltungshoheit durch stärkere Vereinheitlichung von Prozessen, durch professionelleres Verhalten, durch Ermächtigung der Kompetenzen vor Ort und durch klarere Strukturierungen und Wissensgenerierung. Dies ist sozusagen das, was man sozusagen aus der historischen Situation auch mitnehmen kann. Das sind Modernisierungsprozesse, in denen wir stecken. Und wir sind damit im Prinzip
Es wäre im Prinzip ein eigener Vortrag, dies weiter auszuführen und historisch nachzuzeichnen, aber das ist für mich jetzt heute nur der Auftakt zu dem, was ich mir vorgenommen habe, etwas kurz zu den Implikationen dieser Reformagenda zu sagen, zu Kommunikation zwischen Schnittstellen und Ebenen, zu Führung, die ich als Instrument der Ermöglichung begreife, und zu Verantwortung und leider auch immer das Thema Verantwortungsabwehr. So mein Programm. Ich hoffe, Sie können sich jetzt 40 Minuten so darauf einlassen. Sie sind gut angeschnallt, es können jederzeit Turbulenzen auftreten. Zunächst zu Implikationen der Reformagenda, wie ich sie sehe. Ich greife mal zurück auf drei von Sektionschef Thaler im letzten Jahr formulierte Grundprinzipien der Bildungsreform. Sie kennen sie sicher, löse Probleme dort, wo sie entstehen, Stärkung der Kompetenz der Schulleitungen, Schaffung von Schulgrößen, Konzentration der Schulaufsicht auf strategische Fragen. Zweitens, was letztendlich zählt, sind Erreichung von Zielen. Ausdrücklich normative Ziele sind hier genannt, Chancengleichheit, Bildungserfolg für alle. Und drittens, Sorge dafür, dass Führungskräfte auf allen Ebenen wissen, wofür sie Verantwortung tragen. Das ist so als Prinzip leicht formuliert, geht schnell von der Hand. Und Herr Thaler ist, glaube ich, der Letzte, der meint, das ließe sich einfach mal so umsetzen. Auf dieser Ebene scheint das erstmal so wie ein Sonntagsspruch anzuhören, aber im Prinzip geht es im Kern um strategische Gestaltungsverantwortung. Um strategische Gestaltungsverantwortung und nicht irgendwie Verantwortung, sondern um eine Verantwortung, die normativ rückgebunden ist auf Ziele. Und ausgewiesen ist hier explizit Bildungserfolg für alle. Chancengleichheit. Ich werde sozusagen auf diese strategische Gestaltungsverantwortung und auf die Rückgebundenheit an normative Ziele an einigen Beispielen aus dem österreichischen Bereich nochmal zurückkommen. Ich möchte aber zunächst auf zwei, drei Implikationen eingehen, die gelegentlich auch übersehen werden, wenn man über solche Grundprinzipien spricht. Und in vielen Darstellungen auch des Ministeriums, wir produzieren in Hamburg ähnliche Darstellungen, wird immer so von einem Regelkreisdenken auf der Ebene der Schule gesprochen. Das sieht man auch am Qualitätsrahmen, in dem wird auch Bezug genommen auf diesen Regelkreis. Und da geht es immer darum, dass auf der Schulebene oder der Schulclusterebene in so einem Regelkreis von Plan, Do, Check and Act Entwicklungsprozesse gesteuert werden, die gerahmt werden durch einen Qualitätsrahmen. Passiert das auch auf der Ebene der Bildungsdirektionen und dort der Schulaufsichten, die zuständig sind für die generelle Zielplanung für die Schulen, regionale Entwicklungsstrategien zu erfüllen. Im Prinzip ist auch unterstellt, dass auch auf dieser Ebene so ein Regelkreis installiert ist, in dem entsprechende Entwicklungsarbeit auf dieser Ebene für die generelle Zielplanung vorgenommen wird. Das Rechenschaftsverhältnis wird häufig so als Einbahnstraße gesehen. Die Schule gibt gegenüber Öffentlichkeit, gegenüber Aufsicht, gegenüber Schulträgern, gegenüber Ministerium Rechenschaft ab. Was gelegentlich unterbelichtet ist, würde ich mal behaupten, ist, hat die Schulaufsicht einen Qualitätsrahmen? Geht sie in einen Prozess der Bestimmung der Merkmale guter Schulaufsicht?
der Prozessmerkmale guter Schulaufsicht? Hat sie da Ergebnisindikatoren guter Schulaufsicht? Konstruiert Schulaufsicht ein Verhältnis von Rechenschaftspflicht reversibel gegenüber Schulen? Also ich glaube, wenn man mal sozusagen den Kreislauf sich anders denkt, kommt man, glaube ich, nochmal zu neuen Fragen der Entwicklungsarbeit. Und eine zweite Implikation, die in diesem Regelkreisdenken drinsteckt, auf die möchte ich doch aufmerksam machen. Dieses rechtsrum sich drehen des Regelkreises ist, glaube ich, eine theoretische Fiktion. Die Entwicklungsprozesse in den Schulen laufen häufig viel komplizierter. Sie fangen auch irgendwo an. Manche beginnen mit irgendeiner Evaluation. Manche planen unter Auslassung klarer Zielbestimmungen. Manche setzen sich Ziele, die Maßnahmenplanung haben aber nichts damit zu tun und sind nicht rückgebunden an eine Bedarfsbestimmung durch Evaluation. Das heißt, die Verhältnisse sind viel komplexer. Meine These wäre, alles andere würde mich wundern, dass dies im Bereich der Schulaufsichten ähnlich passiert. Das sage ich überhaupt nicht moralisierend, sondern das ist normal. Das ist normal, so laufen die Dinge. Und weil das so ist, gibt es nicht selten so Ungleichzeitigkeiten. Es führt dann dazu, ich habe das häufig in meinem Berufsleben erlebt, dass Schulaufsichten und Schulvertreter in einem Raum sitzen, ein Thema haben, aber eigentlich sitzen beide in unterschiedlichen Veranstaltungen. Die einen spielen Schach, die anderen Malefiz, indem sie Barrikaden aufbauen. Beide wähnen sich aber im selben Spiel. So. Also das ist so eine zweite Komplexitätsreduktion, glaube ich, auf die man aufmerksam machen muss. Und in diesem Zusammenhang spielen, glaube ich, Kommunikationsprozesse zwischen den Schnittstellen und zwischen Ebenen eine wichtige Rolle. Was heißt denn Bildungsreform im Mehrebenensystem? Wenn so eine Reform in Gang gesetzt wird, dann müssen Akteure ihr Handeln mindestens zum Teil neu miteinander koordinieren. Es entstehen neue Gelegenheitsstrukturen, neue Schnittstellen. Und die Frage ist, was passiert dann an den Schnittstellen zwischen Schulaufsicht und der Einzelschule, zwischen Schulleitung und Lehrpersonen, zwischen Lehrpersonen und Eltern? Da werden neue Verpflichtungsverhältnisse definiert, auch zwischen Lehrkräften und Eltern zum Beispiel. Was passiert in diesem Zusammenhang? Häufig passiert zum Beispiel, dass die Akteure willentlich oder unwillentlich sozusagen das Neue sozusagen umdefinieren im Sinne des Altbewährten. Haben wir immer schon so gemacht, ist dann die Bezeichnung dafür. Was in so einem Mehrebenensystem passiert, ist, dass sozusagen zwischen den Ebenen, die ich hier mal genannt habe, politisch-normative Ebene, administrative Ebene, Schulebene, Unterrichtsebene, sozusagen in der Hierarchie, neue Kopplungsverhältnisse hergestellt werden müssen, Kommunikationsverhältnisse. Und das gilt nicht nur sozusagen in der Hierarchie, sondern auch nach außen. Also auf der Unterrichtsebene zwischen Lehrkräften und Eltern oder zwischen Lehrkräften und Ausbildern im beruflichen Bereich kann ich mir das gut vorstellen. Oder auf der Schulebene zu anderen Schulen, zu Netzwerken. Oder auf administrativer Ebene zu Verbänden und Behörden. Insbesondere die Verbände spielen in Österreich eine wichtige Rolle. Es soll ja sogar Kolleginnen und Kollegen geben,
die gelegentlich nicht auseinanderkriegen, ob sie gerade den Administrationshut oder den Verbandshut auf dem Kopf haben. Und da passieren also komplexe Koordinationsvorgänge und das Ganze ist unfallträchtig. Darüber muss man sich im Klaren sein, das ist unfallträchtig. Und was Martina Diedrich gestern gesagt hat, entscheidend ist eine Konsistenz oder ein Alignment, wie man so auf Neudeutsch sagt, zwischen diesen Aktionen herzustellen. Und das ist immer keine Einweg-, sondern eine Mehrweg-Kommunikation. Und da passieren immer Transformationsprozesse. Es ist eine Illusion zu glauben, dass ein noch so schöner Qualitätsrahmen, wenn er von oben nach unten gereicht wird, unten so ankommt, wie er oben geschrieben wurde. Sie müssen als Schulaufsichten diesen Qualitätsrahmen nur so mit dem spitzen Finger in die Versammlung ihrer Schulleiter reinfallen lassen und sagen, das ist wieder sowas, was da von oben gekommen ist. Und schon ist der Qualitätsrahmen ein anderer. Also, da passieren komplexe Umdefinitionen, auch Rekontextualisierungen, wie Helmut Fenn das genannt hat. Das heißt, die Notwendigkeit, dass eine Lehrkraft verstehen muss und das natürlich mit der konkreten Handlungssituation der Lehrkraft zu tun hat. Wie habe ich jetzt meinen Job hier zu verstehen? Was bedeutet dieses Testergebnis für mich? Was weiß ich noch über diese Schüler und wie ordne ich mal das Testergebnis darin ein? Weil das ja nur ein kleiner Ausschnitt ist. Das heißt, Rekontextualisierungsprozesse sind nötig und das ist sehr stark abhängig von der Kommunikationskompetenz von Führung. Sehr stark abhängig. Und da gibt es ganz die unterschiedlichsten Kommunikationsstile an den Schnittstellen. Und ich zeige sie jetzt eher so deskriptiv, weil wir alle uns in diesem Spannungsfeld mal an dieser, mal an jener Stelle bewegen. Und was ganz normal ist. Eher so in einem Gegeneinander oder Miteinander oder eher so in einer Top-Down-Haltung oder einer Bottom-Up-Haltung. Und je nachdem, wie man kommuniziert, verortet man sich ganz unterschiedlich und kommuniziert auch anders. Sie müssen jetzt nicht alle diese Charakterisierungen für richtig halten. Ich habe sie auch in Anlehnung an eine Publikation nur so übernommen. Aber es sind ganz unterschiedlichste Haltungen. Raum geben ist etwas anderes als eher verstehend, verunsichernd, starke Unzufriedenheit äußern, zweifeln, misstrauen, ständig korrigieren, Irritation zeigen, auf Fehler hinweisen, kontrollieren, bewerten. Ich glaube, jeder von uns hat sozusagen sämtliche dieser Kommunikationsstile situativ drauf und bewegt sich in ihnen. Wichtig ist, glaube ich, dieses zu reflektieren an den Schnittstellen des Systems, insbesondere dann, wenn man in ihrer Rolle, insbesondere mit Schulleitungen, die ihrerseits Führungsaufgaben haben, wahrnimmt. Und da muss deutlich werden, Sie sind Modell. Sie sind Modell für das, was Schulleitungen sozusagen in der Schule als Führungshandeln aktualisieren können. Und was heißt Führung? Führung ist für mich Ermöglichung. Und Barbara Pitzer hat ja gerade schon auf die Kernaufgaben der Schulaufsicht hingewiesen. Die brauche ich nicht mehr zu wiederholen. Es geht vor allen Dingen um strategische Führung. Und vor allen Dingen um strategische Führung in ihrer Rolle. Und das heißt Systemgestaltung. Systemgestaltung auf Basis eines normativen Referenzrahmens. Da spielt der Qualitätsrahmen eine wichtige Rolle, aber es spielen auch in den
von Herrn Töller formulierten Prinzipien auf Fragen von Bildung und Gerechtigkeit eine zentrale Rolle. Es braucht transparente Ziele. Es braucht eine Mobilisierung des verfügbaren Wissens. So etwas wie Data Literacy, auf die ich auch noch eingehen werde. Ein Rollen- und Funktionsbewusstsein und vor allen Dingen auch eine Entschlossenheit zum Handeln. Entschlossenheit zeigen. Und für mich ist Führung eine Dienstleistung. Leitung ist 80% Dienstleistung. Das heißt, eine Dienstleistung, die abzielt darauf, dass man etwas ermöglicht. Und das ist eine Bringeschuld, die nicht immer die anderen haben, sondern die auf jeder Führungsebene einzulösen ist. Auf jeder. Auf der Schulleitung ebenso. Und vor allem dann, wenn es ernst und schwierig wird. Vor allem dann. In schönen Wetterzeiten Führung leisten zu wollen, ist nicht möglich, wenn man glaubwürdig bleiben will. Ich gehe mal auf die Frage Führung als Systemgestaltung auf Basis normativer Referenzrahmen ein und nehme hier die Frage des Gerechtigkeitsbezugs. Es gibt im Prinzip zwei zentrale Bezüge für Gerechtigkeit im Bildungssystem. Das ist einmal Verteilungsgerechtigkeit und dann Befähigungsgerechtigkeit. Dahinter stecken zwei Gerechtigkeitskonzepte, die sich gut ergänzen. Verteilungsgerechtigkeit ist zum Beispiel dann verletzt, wenn Schülerinnen und Schüler mit vergleichbaren Leistungen am Ende der Sekundarstufe 1 keine identischen Zugangsmöglichkeiten zur gymnasialen Oberstufe erhalten. Oder wenn Schülerinnen und Schüler mit vergleichbaren Leistungen unterschiedliche Durchschnittsnoten erhalten. Befähigungsgerechtigkeit ist verletzt, wenn institutionelle Strukturen nicht das Mindestmaß an Kompetenzerwerb für alle garantieren. Dazu mal einen Blick auf die soeben schon erwähnten Bildungsstandardsüberprüfungen geworfen. Ich habe mal rausgenommen, die für Mathematik in der Klasse 4 aus dem letzten und für Klasse 8 aus dem vorletzten Jahr. Und habe zwei österreichische Bundesländer rausgegriffen, die ich hier nicht nennen möchte, die etwa gleich groß sind, zwischen 6.000 und 8.000 Schüler haben, um die 6 in der Grundschule, um die 8 in der Sekundarstufe 1. Also ich habe nicht Vorarlberg mit Wien verglichen. Und zeige Ihnen jetzt in dieser Grafik, die Sie eigentlich kennen sollten, wie die Verteilung auf Schulebene der Leistungen waren. Die werden hier so in einem Quadranten abgezeichnet und der Quadrant unten links enthält die Schulen, die sowohl absolut unter dem Mittelwert des österreichischen Durchschnitts sind, wie erwartungswidrig schlecht abschneiden. Für dieses Bundesland A waren das im letzten Jahr 30% der Grundschulen. In dem vergleichbaren Bundesland B waren es 15%. Ich habe dann gedacht, ich schaue mal, wie das dann in den beiden Ländern in der Sekundarstufe 1 aussieht, Klasse 8, in dem Bundesland A, 50% unter dem Mittelwert und im fairen Vergleich unterhalb. 50%. In dem vergleichbaren Bundesland B 14% auf Schulebene. In dem Bundesland B sind die Voraussetzungen ungünstiger, weil sie einen größeren Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund und einen größeren Anteil von Kindern, die in der Familie nicht Deutsch sprechen haben. Dennoch nur in Anführungsstrichen 14%.
in dem Thema Verantwortung von Aufsichten stellt sich für mich die Frage, kennen wir die Schulen? Gibt es Analysen dazu auf Bundeslandebene? Gibt es einen Austausch zum Beispiel zwischen diesen beiden Bundesländern? Gibt es eine tiefergehende Analyse über Ursachen? Ich spreche noch gar nicht so von Interventions- und Handlungsprogrammen. Das muss man sehr gründlich untersuchen. Aber gibt es das? Gibt es eine Kommunikationsstruktur mit den Schulleitungen, die da betroffen sind? Es geht hier um Fragen der Gerechtigkeit, um Bereitstellungs-, Befähigungsgerechtigkeit, die hier massiv in Frage gestellt wird, wenn 50% der Schulen Schülerinnen und Schüler in Mathematik abhängen. Das kann in den anderen Fächern ja anders aussehen. Also man muss das hier auf Mathematik konzentrieren, sehr, sehr nüchtern schauen. Ne? Aber so muss man sich. Das meine ich mit der Frage normativer Referenzrahmen. Mobilisierung verfügbaren Wissens oder auch Entschlossenheit zum Handeln könnte man zum Beispiel aufzeigen an Fragen der Systemgestaltung auch. Ich habe hier aus dem letzten Bildungsbericht mal rauskopiert die regionale Verteilung kleiner Volksschulen. Strukturell kann man für die weiterführenden Schulen Ähnliches zeigen. In Österreich mir angeschaut. Und ich hatte bisher immer die Botschaft erhalten, ja, wir haben viele kleine Volksschulen auf dem Lande. Auf dieser Karte sieht man aber, dass viele kleine Volksschulen in städtischen Gebieten liegen, die hier nochmal rausgegriffen sind. Wo man also nicht davon ausgehen kann, dass die nächste Volksschule 15 Kilometer weiter entfernt ist. Betrachten wir das als Gegenstand unserer Gestaltungsführung? Ich weiß, wie kompliziert die Frage ist. Ich kenne solche Probleme auch aus meinem eigenen oder auch anderen deutschen Bundesländern. Ich weiß, wie kompliziert das ist. Aber wie wird das Gegenstand? Vor allen Dingen dann, wenn man eine zusätzliche Information hinzuzieht, nämlich dass die Bildungsausgaben für vergleichbare Schulkarrieren zwischen den Unterschieden enorm groß sind. Eine sehr starke regionale Verteilungsunterschied existiert zwischen den unterschiedlichen Schultypen. Erhebliche Anteile kleiner Schulen in städtischen Gebieten existieren und die Pro-Kopf-Ausgaben für Kinder in großen Schulen wesentlich ungünstiger sind als für Kinder an kleinen Schulen. Obwohl die großen Schulen in städtischen Gebieten die Last der sozialen Integration zu tragen hat. Obwohl. Das ist ein Allokationsproblem, das wir im System haben. Ähnliches können wir bei uns auch beobachten. Nicht so scharf, weil die Struktur anders ist. Aber das ist ein Allokationsproblem. Da stellt sich auch die Gerechtigkeitsfrage da an der Stelle. Ein weiterer Punkt wäre, auf Fragen des Rollenbewusstseins und des Funktionsbewusstseins für Führung. Wir haben schon auch ab und an hier diskutiert, es gibt immer diesen Funktionenmix, den Schulaufsicht zu bewältigen hat. Das wird aber häufig diskutiert. In der abstrakten Diskussion kann man Beratung und Aufsicht miteinander vereinbaren oder nicht. Ich halte das für eine komplett abstrakte, künstliche Diskussion. Worum es geht, wird immer aus meiner Sicht in Anlehnung an Norbert Landwehr, der das für die Schulinspektion auch so entworfen hat, vier Grundfunktionen. Wir wollen Wissen gewinnen, das will die Schulaufsicht auch. Wir haben die Aufgabe, Rechenschaft abzulegen. Wir setzen Impulse für Schulentwicklung. Wir setzen aber auch Normen durch. Das sind die vier Felder. Und wenn man dann schaut, welche Handlungen sind eigentlich
sehr analytisch mal schön auseinandergetrennt, weil man das im Alltag nie so trennen kann, welche Handlungsformen sind damit verbunden, dann stellt man fest, wenn ich Wissen gewinnen will, dann beschreibe ich, sehr deskriptives Vorgehen. Wenn ich Rechenschaft ablegen muss, dann nehme ich solche Soll-Ist-Diskrepanzen vor. Bei Schulentwicklung geht es sehr stark darum, Feedback zu geben. Immer wieder Feedback ins System zu geben, auf unterschiedlichen Ebenen. Sie mit Schulleitungen mit Lehrkräften oder so. Und wenn Sie Normen durchsetzen, dann haben Sie Ordnungsmittel, wie wir das in Deutschland so abstrakt nennen, zu operationalisieren, zum Beispiel einen Qualitätsrahmen oder Verordnungen zu operationalisieren. Und dies sind unterschiedliche Handlungsformen, die damit verbunden sind, während die beiden oberen eher analytisch beobachtend sind, sind die unteren stark interpersonal kommunikativ. Und man erlebt ja immer wieder, man erwischt sich selber auch dabei, auch in diesen Einrichtungen, die Bildungsmonitoring machen. Man wähnt sich so gerne unten in den Bereich Schulentwicklung. Ne? Da wird man geliebt, da kann man Impulse setzen. Zu trennen ist der Funktionsmix aber nicht. Diese Handlungsformen folgen unterschiedlichen Rationalen. Sie können aus meiner Sicht nicht einfach nach einer Seite aufgelöst werden, sondern Ihre Professionalität hängt stark davon ab, wie Sie sie reflektieren und angemessen kommunizieren. Wann habe ich in welcher Situation welchen Hut auf? In welcher Ecke dieses Vierecks bewege ich mich, wenn ich spreche? Und wichtig ist, dass man ein Bewusstsein dafür hat, wie unterschiedlich diese Modi sind, wie man darüber Transparenz herstellt, wie man die Handlungsformen auch professionell nutzt und dies situationsadäquat einsetzt. In dem Zusammenhang würde ich gerne auf Data Literacy zurückkommen, weil das hier unter datengestützter Schulentwicklung auch eine wichtige Rolle spielt. Man kann das ganz einfach definieren, so als Fähigkeit, kontinuierlich für geklärte Aufgaben zielführend verschiedene Datentypen bereithalten, interpretieren, angemessen kommunizieren und für Entscheidungen nutzen. Dies ist sozusagen eine sehr allgemeine, sehr abstrakte Definition. Eigentlich heißt das nichts anderes als ein Abschied vom Bescheidwissen. Meine feste Überzeugung ist, es gibt zu viele Bescheidwisser im System, die immer schon alles wussten. Wir erleben es häufig auch mit unseren Berichten. Habe ich doch gewusst? Die erste Reaktion. Ich glaube, Data Literacy hat auch einen systemischen Zusammenhang. Es braucht natürlich eine Infrastruktur. Österreich unternimmt große Anstrengungen, eine entsprechende Infrastruktur auch aufzubauen und weiterzuentwickeln auf den unterschiedlichen Ebenen. Es braucht eine Passung von professioneller Rolle und Aufgabe. Da stellen sich ganz praktische Fragen. Welches Datum brauche ich als Aufsicht eigentlich, um meinen Job zu machen? Muss ich auch noch die Ergebnisse der Mathematiklehrerin Emma in der Klasse 8 dieser Schule kennen? Oder ist das nicht besser, wenn der Schulleiter das weiß? Ich habe aber Schulkennwerte. Das heißt, eine Passung herzustellen und es braucht einen bestimmten Umgang des Führungspersonals mit den Daten, nämlich sich nicht auf Einzeldaten verlassen, nicht auf Einmalmessungen verlassen, immer eine Zusammenschau vorzunehmen, eine Gewichtung auch vorzunehmen und sich zu qualifizieren dafür. Ich kann Ihnen nur empfehlen, von Ihren Oberen
eine Qualifizierung, eine Professionalisierung in diesem Bereich zu erwarten und dies auch deutlich zu formulieren. Und damit meine ich nicht nur, dass man natürlich ein Grundwissen über Statistik, Aussagekraft bestimmter Erhebungen, Lesen und Verstehen von Datenaufbereitungen hat. Aus meiner Sicht ist das noch das Einfachste, das lernt jeder. Das ist das Einfachste. Viel wichtiger sind so andere Sachen, nämlich, was ist mein Job eigentlich, wenn ich interveniere in die Schule auf Basis dieser Daten? Wie stelle ich eine gemeinsam getragene Bedeutung, Martina hat das gestern Sensemaking genannt, wie stelle ich eine gemeinsam getragene Bedeutung her? Ich bin nicht Herr der Bedeutung. Wie stellt man eine gemeinsame Bedeutung her? Welche Formen des kooperativen Umgangs mit Daten gibt es? Wie lerne ich eigentlich deskriptive, schlussfolgernde und wertende Aussagen zu trennen? Das geht häufig heillos durcheinander. Wie schaffe ich entwicklungsförderliche Settings? Und was für mich am schwersten ist, wie erwerbe ich die Fähigkeit, die Geltungsansprüche der eigenen Schlussfolgerungen bescheiden zu formulieren. Und damit biege ich in die Zielgeraden ein und möchte noch etwas zu Verantwortung und auch Verantwortungsabwehr sagen. Das ist ja so ein Thema, da Barbara Pitzer hat ja auch schon einiges dazu gesagt. Ich fand das wichtig, Barbara, dass du dies auch so stark gemacht hast. Das ist ja so ein Thema, da kann man jedem leicht ins Über-Ich steigen, ne? Verantwortung. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, nimmst du denn die Verantwortung wahr? Ne? Ein berühmterer als ich hat das folgendermaßen formuliert: Wenn ein Verwaltungsbeamter einen Vortrag über Verantwortung ankündigt, besteht wohl Anlass zu einiger Skepsis. Ich würde da gar nicht hingehen. Für Sie ist das jetzt der letzte Moment, hier noch zu gehen. Sonst müssen Sie nämlich bleiben. Das war Niklas Luhmann. Und wir haben in Hamburg in der Diskussion in dem qualitativen Forschungsprojekt mit Schulleitungen so ganz bestimmte Typen von Umgang von Schulleitungen mit Daten festgestellt, die alle das implizit das Thema Verantwortung haben. Ich habe das mal auf Schulaufsichten übertragen und würde jetzt einfach sagen, das gilt nur für die Hamburger Schulaufsichten. Typ 1. Aufsicht nimmt sich schul- und regionalbezogene Daten zur Kenntnis und versucht sie im Dialog mit Betroffenen zu verstehen, um Entwicklungsimpulse zu setzen. Typ 2. Aufsicht nimmt schul- und regionalbezogene Daten als nicht informativ wahr und sieht deshalb keinen Anlass, datenbasiert irgendetwas zu unternehmen. Typ 3. Schul- und regionalbezogene Daten werden zwar als objektive Hinweise gedeutet, die Stärken und Schwächen sichtbar machen, aber das, was einem nicht passt, ne, wird relativiert. Typ 4, hohe emotionale Betroffenheit. Das stimmt überhaupt nicht mit dem überein, was ich immer schon wusste, was ich auch wirklich verbürgt weiß. Und völlig unberechtigte Kritik. Nee, bei uns nicht. Schon gar nicht mit mir. Ne? Typ 5. Schul- und regionalbezogene Daten werden als stimmig zur eigenen Wahrnehmung gedeutet. Ich habe es eh gewusst. Aber Änderungsnotwendigkeiten werden nicht gesehen. Und Typ 6. Exklusiv günstig ausfallende schul- und regionalbezogene Daten werden herausgegriffen und als bestätigend empfunden. So ein kurzes Spektrum mal, wenn Sie mal in sich gehen. Ich frage Sie nicht, welchem Typ Sie sich eher zuordnen. Wahrscheinlich ist das gar nicht so einfach. Ne? Es hängt auch
stark von den Fällen ab. Aber es gibt noch einen Sonderfall, der sieht so aus. Diesen Datenkram ignoriere ich nicht mal. Okay, dazu vielleicht doch noch mal ein kleiner, etwas heikler Schlenker zum Thema Verantwortungsabwehr, auch an einem österreichischen Beispiel, nämlich ein Beispiel der Evaluation des Projektes Grundkompetenzen absichern. Mit Interesse habe ich da den Evaluationsbericht, der jetzt ganz kürzlich kommuniziert wurde, gelesen und festgestellt, das ist ein bisschen klein, aber Sie werden das in dem Handout dann ja auf der Cloud sehen. Wenn man die zweite und die vierte Zeile sich anschaut, diese Erstgespräche, das heißt das Gespräch, wo den Schulen mitgeteilt werden sollte, herzlichen Glückwunsch, Sie erhalten in der nächsten Zeit eine besondere Unterstützung, weil bei Ihnen eine besondere Problemlage vorliegt. Diese Gespräche wurden im Schnitt nur von 18,1% der Fälle von den Schulaufsichten geführt. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Ich glaube, dafür kann es gute und schlechte Gründe geben. Ich glaube aber, dass hier ein Problem der Verantwortungsverteilung vorliegt, weshalb man immer auch die Frage stellen muss, was heißt jetzt Verantwortung wahrnehmen hier? Und ich mag das gar nicht moralisieren, sondern ich habe für Verantwortung eine ziemlich nüchterne Definition, auch so in Anlehnung an Niklas Luhmann, der sagt, Verantwortung übernimmt, wer entscheidet, auch wenn ihm zur Problemlösung nicht hinreichend Informationen zur Verfügung stehen. Das ist oft der Fall, vielleicht sogar meistens. Und wer Verantwortung übernimmt, setzt das Vertrauen, das er als Person hat, ein, um eine Entscheidung zu decken, für die er nicht genug Informationen hat. Das ist eine Situation, aus der man als Führungskraft nie rauskommt. Das heißt, man muss in problematische Entscheidungssituationen hineingehen, immer eine Fehleranfälligkeit einkalkulieren und aushalten, mehrdeutige, ambivalente Situationen ertragen, korrekturfähig bleiben und da erwischen wir uns alle dabei. Alle hier im Raum haben Führungsverantwortung. Dass man das manchmal nicht gerne macht, wenn es hart auf hart kommt. Gerne ausbüchsen will, vermeiden will, aufschiebt, das reflektieren und widerstehen. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Ich würde gerne ein Zitat eines langjährigen Chefs, Staatssekretärs im kleinen hamburgischen Stadtstaat, Hermann Lange, zeigen, der lange Jahre auch an der Spitze der Kultusministerkonferenz auch historisch reflektiert hat, was bedeutet es, Verantwortung wahrzunehmen und immer wieder auch die alte Unterscheidung von Max Weber zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik auf diese rekurriert hat. Und gesinnungsethisch handeln diejenigen, die von der Triftigkeit der Überzeugung, der eigenen Überzeugung von vornherein überzeugt sind. Verantwortungsethisch handelt derjenige, der um die Folgen seiner Entscheidungen weiß und die Folgen seiner Nichtentscheidungen reflektiert. Hermann Lange hat geschrieben, Politik und Administration tragen die Verantwortung dafür, was geschieht oder unterbleibt, obwohl es geschehen könnte und müsste. Das Fehlen gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis kann nicht zum Verzicht auf Handeln führen. Die Praxis muss,
wie auch sonst im richtigen Leben, unter Unsicherheit handeln. Verantwortlich freilich heißt auch, sich der Grenzen eigenen Wissens und Könnens bewusst zu sein und Hilfe in Anspruch nehmen, wo diese möglich ist und nötig ist. Politik, Bildungsverwaltung und Schulen sind weder allmächtig noch allwissend. Sie sollten auch nicht den Anschein erwecken, es zu sein. Vielen Dank.